Berlin. Seit Monaten war es hier bitterkalt, geregnet. Die Sonne war überhaupt nicht zu sehen, aber so wie es sich gehört, seit Jahren nun schon traditionsreiches Sonnenwetter, Sonnenschein bei den German Open am Berliner Hundekäse. Sie hat diese Veranstaltung 9-mal gewonnen. Dies ist Weltrekord. Es gibt keine Spielerin und keinen Spieler auf der Welt, der jemals eine hochkarätige Veranstaltung so häufig gewinnen konnte. Diesem Jahr nun die Möglichkeit, die 10 voll zu machen. Aber was wir gestern von Steffi Graf gehört haben, war immerhin sehr ehrlich von ihr, als sie gesagt hat, ich bin von meiner Bestform entfernt, ich habe Muskeln verloren, ich brauche noch einige Spiele, um wieder topfit zu sein. Dies hier ist die letzte ganz große Vorbereitung auf die French Open. Auch da ist ja Stefanie Graf Titelverteidiger. Soeben ist auch hier ein Ehrengast vorgestellt worden vom Stadionsprecher. Das ist die Frau des Bundespräsidenten, Christiane Herzog, die heute hier im Anschluss an diese Begegnung einen Scheck für die Muskoviszidose-Hilfe in Höhe von 75.000 D-Mark bereich bekommen wird. Hier aber noch einmal die Daten von Roxander Dragomir. Kein ganz großer Name, aber eine Spielerin, die sich sehr kontinuierlich nach oben gespielt hat. Und nun derzeit auf Position 21 der Weltrangliste steht. Sie war vor 2 Wochen schon einmal unter den Top 20. Hat mit dem Erreichen des Finals in Hamburg ihren größten internationalen Erfolg gehabt. Eine Spielerin mit enorm viel Beigefühl. Das haben wir eben in diesem kleinen Beitrag von Klaus Lufen gesehen, als sie da die kleine Filzkugel mit dem Fuß sehr gut, sehr professionell behandeln konnte. Da kommen natürlich auch gleich Erinnerungen auf an Ilina Stase und Ion Tiriac, die beiden prominentesten rumänischen Tennisspieler. Meine Damen und Herren, und gerade Ilina Stase ist so ein Vorbild von Roxander Dragomir, die in Bukarest geboren wurde und noch dort heute ihren Hauptwohnsitz hat. Eine Spielerin ohne große technischen Schwächen. Kann das Spiel gut variieren, hat eine ganze Menge Ballgefühl, aber es fehlt der ganz große Schlag, der Winnerschlag, so wie wir ihn ja bei Stefanie Graf immer wieder sehen. Ihre Vorhand aus dem Mittelfeld heraus, sicherlich die härteste Vorhand im Damentennis. Vielleicht neben Mary Pierce, die wir ja gestern gesehen haben. Er war gestern schon auf dem Center Court bei der Begegnung von Mary Pierce, John Frame, ein Wimbledon erfahrener Mann. Diese German Open machen das ja schon seit einem Jahrzehnt, dass sie immer sehr hochkarätige Schiedsrichter zu ihrem Turnier einladen. Das ist gut so. Diese Schiedsrichter kennen natürlich auch schon die Spielerinnen hundertprozentig, wissen, wie sie mit den Reaktionen umzugehen haben. Und da ist natürlich eine Vertrauensbasis vorhanden, von beiden Seiten aus, unerhört wichtig, um ein Spiel sicher und souverän über die Bühne zu bringen. Erster Satz, Aufschlag Steffi Graf. Play. Null bei dem ersten Satz, auf geht's. Erster Aufschlag. First Satz. Vom Zentrum. 15 Mal. Zweiter Aufschlag, Second Service. Fünf sind beide, 15.
30-15. 30-50. Erstes Spiel, First Game. Diese ersten Szenen von Stefanie Graf zeigen, dass sie sich heute schon ein bisschen freier bewegt, als wir das gestern gesehen haben. Das hier das klassische Beispiel für diese These, wie sie da versucht hat, aus dem Mittelfeld heraus ihre Rückhand zum Laufen, so wie in besten Zeiten, dieses Tippeln der Schritte und dann das förmliche Hineinfliegen in diese Vorhand zum sicheren 1:0. Wir haben das auch gesehen, dass natürlich, wenn Stefanie Graf gut zum Ball steht, ihre Bälle ein bisschen zu schnell kommen für Roxana Dragomir. Das hat natürlich in diesem ersten Spiel noch nicht allzu viel zu sagen. Das ist natürlich auch für die Rumänen eine besondere Situation hier erstmals auf dem Center Court gegen Stefanie Graf zu spielen. Wir haben eben von dem Ehrengast am heutigen Tag gesprochen. Time. Vorne in der Mitte unser Regisseur Siegfried Thiel fährt dann ein bisschen genauer auf Sie drauf. Christiane Herzog, herzlich willkommen hier bei den German Open, nachdem ja im vergangenen Jahr der Bundespräsident, Ihr Mann, beim Finale anwesend war. Bei der Begegnung Stefanie Graf gegen Karina Avsudova. Wir konzentrieren uns auf das Spiel. 1:0 für die Titelverteidiger. Fünfzehn, dreißig, fifteen, thirty. Das ist ein klares Anzeichen von Nervosität, die wir eben beim Seitenwechsel angesprochen haben. Der große Name Stefanie Graf verdrückt im Moment die Rumänen. Das ist völlig normal. Gleich zwei Breakbälle. Hat richtig Angst, da den Ball zu treffen, hat gar keinen Rhythmus bei ihrem Bewegungsablauf. Und Graf führt 2:0. Graf leads 2-0. Ein erstaunlich guter Auftakt der 27-Jährigen, die ja ihr letztes großes Turniermatch am 2. Februar bestritten hat in Tokio. Eine so lange Pause hinter sich gebracht hat. 2:0 für Stefanie Graf.
from Sindarin. 15 love. From Zimbabwe, 15. Drysik from Zim, 30-50. Vier Sieg vom Sinn, 40-15. Spielgraf. Führt 3:0, leads 3-0. Schnelle 3:0 Führung für die Titelverteidigerin. Pause beim Seitenwechsel hier in Berlin. Wir geben ab pünktlich zu den Kollegen der Tagesschau nach Hamburg. 30:0. Wir sind wieder live am Berliner Hundekehlesee bei der Begegnung zwischen Stefanie Graf und Ruxana Dragomir. Die Rumänin hat eben ihr erstes Aufschlagspiel gewonnen. Sie sehen es oben links eingeblendet. 3:1 Führung für die Titelverteidigerin und 30-0. Sie sich da besser bewegt als gestern. 30-50. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück auf die gestrige Begegnung. Aber diese Vorhand fahren aus. Spielgraf. Natürlich sind die Returns und insgesamt die Grundschläge von Ruxandra Dragomir zu kurz, zu harmlos. Da ist keine Raffinesse im Spiel der Rumänen. Aber auf der anderen Seite, ich muss Ihnen das ganz offen sagen, ist es verblüffend, wie gut Stefanie Graf spielt. Und wir müssen uns das ganz einfach auch noch einmal anschauen in einer super Zeitlupe. Wunderbare Erfindung, die natürlich auch in dieser Einstellung verdeutlicht, wie gut sich die 27-Jährige wieder bewegt und wie sie Tänze zwischen den Ballwechseln, um dann optimal ihre Schläge zu treffen. Das alles bei bestem Sonnenschein und einer ganz idyllischen Umgebung, eben wie schon so häufig heute erwähnt, am Berliner Hundekehlensee. Ja, verblüffend,
insgesamt die Vorstellung von Stefanie Graf. Man muss sich das mal vorstellen, 3 Monate, fast überhaupt keine Bewegung. Sie musste wieder richtig laufen lernen. Und dann nach 6, 7 Tagen harten Trainings mit Heinz Günthert jetzt schon wieder auf dem Platz stehen und eigentlich die Konkurrenz dominieren. Zumindest hier eine Spielerin, die an der Grenze der Top 20 steht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch alles passieren in dieser Begegnung. Nur 15. Dann nehme ich, wenn sich die Rumänin ein wenig freispielen kann. Aber im Moment ist sie ganz einfach unglaublich gehemmt. Der noch amtierende Bundestrainer Klaus Hofsäß, daneben die Herren des Deutschen Tennisbundes, Christian Thiemann und davor Günther Sanders. 30 beide, 30. Haben heute Morgen Gespräche geführt mit Claudia Kode-Kilsch, die ja hier auch einmal erfolgreich war, zu Beginn der 80er Jahre, über eine mögliche Nachfolge von Klaus Hofsäß. Claudia Kode-Kilsch ist wohl sehr daran interessiert, diesen Job zu übernehmen. Da haben wir sie eben auch eingeblendet gesehen, rechts oben, Claudia Kode-Kilsch. Aber hier noch einmal die Demonstration des Ballgefühls von Ruxandra Dragomir, die wie gesagt eine gute Hand hat. Ball war auf der Linie und Spiel. Garfield 4-2, Graf leads 4-2. Auch gut eingefangen. Ball hat noch die Linie berührt, dort hinten an der Ecke. Auf der Linie. 30-15. 30-15. Doppelfehler Nummer 1 bei der Titelverteidigerin.
40-30, 40-30. Unterschnittene Rückhand, zu harmlos der Rumänin. Alle Zeit der Welt für Stefanie Graf, sich wieder rumzustellen. Zur Vorhand. Spiel Graf. Graf führt 5-2, leads 5-2. Eine ausgezeichnete Leistung der 27-Jährigen in diesen ersten 20 Minuten, die ja gestern zwar sicher gewonnen hat am Ende in drei Sätzen gegen Chanda Rubin, aber natürlich noch weit von ihrer Bestform entfernt war. Aber dennoch war das für die Experten eine ziemliche Überraschung, dass sie da überhaupt gewinnen konnte gegen eine Spielerin, die ja auch an der Grenze der Top 10 steht. Das zeigt natürlich die überragende Ausnahmeerscheinung, die 21-fachen Grand-Slam-Siegerin. Und noch einmal zurück zu Claudia Kohle-Kilsch, die heute Morgen Gespräche geführt hat mit Christian Thiemann, dem Prokuristen des Deutschen Tennisbundes, und Günter Sanders, dem Geschäftsführer und Sportdirektor. Sie möchte unbedingt Nachfolgerin werden von Klaus Hofsitz. Die Frage nur, sie hat natürlich noch nicht allzu viele Coach-Erfahrung hinter sich, hat noch nie ein Team international über eine längere Strecke betreut. Das ist keine einfache Angelegenheit, aber wie gesagt, sie war ja selber sehr erfolgreich und wir sind gespannt auf die Entwicklung. Zurück zum Spiel, 5-2, ein Break führt Stefanie Graf. Aber der erste Aufschlag von der Rumänin kommt nach wie vor nicht zwingend. Und der zweite schon gar nicht. Spiel Dragomir. Graf führt 5-3. Graf leads 5-3. In diesem Spiel einige Fehler von Stefanie Graf, die natürlich in dieser Begegnung bis zu diesem Zeitpunkt alle Möglichkeiten der Welt hat, zu experimentieren. Die Rumänin hat nur eine Chance, wenn es hier wirklich ganz, ganz viele lange Ballwechsel gibt. Nun die Möglichkeit für der Nummer 1 Gesetzte, diesen ersten Satz zu gewinnen. Mit eigenem Aufschlag. Nur 15, Love 15. Thank you.
40, 15, 40, 15. Das gleiche Spiel. Die Rumänin kommt mit dem Kickaufschlag auf die Rückhand gespielt. Nicht zurecht. Zu kurz dieser Return. Zwei Satzbälle. Bewegt sich auch schlecht hinten die 24-jährige junge Dame aus Bukarest. Ah ja, ja, das ist nichts aus dem Mittelfeld und verschenkt. Verschenkt. 40-30. Dieser erste Satz. Jetzt der Halbflugball der Rumänen und alle Möglichkeiten für Stefanie Graf. Satzball Nummer 2. Das ist er. Spielen der erste Satz Graf 6-3. First set Graf 6-3. Neue Bälle bitte. Minuten gespielt. Stefanie Graf hat hier klar das Match bestimmt und das sieht gut aus für einen weiteren Erfolg. Wir haben eine kurze Pause hier beim Seitenwechsel und in der ARD gibt es weiteren großen Sport heute Abend. Wollen wir nicht hoffen, dass hier die Stefanie Graf erkältet ist. Das kennen wir ja nur aus Paris. Und nun schauen wir uns mal an, was uns diese Super Slow Motion anzubieten hat. Natürlich die Beine von Stefanie Graf. Schauen Sie hin, das Tänzeln. Einzigartig, ein bisschen kurz in dieser Sequenz. Zweiter Satz. Aufschlag Roxana Dragomir. Bitte gut. Danke. Überhaupt. Spielgraf, erstes Spiel, zweiter Satz, first game, second set. Gleich wieder ein frühes Break gegen die Rumänin Roxana Dragomir, die da überhaupt keine spielerische Mittel besitzt, um Stefanie Graf in dieser Phase dieser Begegnung zu gefährden. Da ist sie ganz gehemmt, hat sich hier noch in keiner Situation freispielen können, von dem Druck gegen eine Ausnahmespielerin auf dem Center Court zu stehen. Da spürt man ja auch an dieser Einstellung die Anspannung förmlich an. Ist natürlich nicht zufrieden, ganz klar. Hat kaum Zeit, so richtig durchzuatmen. Roxana Dragomir, die, wie gesagt, über eine Menge Ballgefühl verfügt, aber immer sich zurückfallen lässt. Auch da wieder der Schritt zurück, anstatt dem Ball entgegenzugehen. Halber Notschlag hier, den sie da als Topspin noch über das Netz wirbelt. Und sie kann halt nur in dieser Begegnung zum jetzigen Zeitpunkt die Bälle zurückspielen. Stefanie Graf ist es, die das Tempo bestimmt. Und das ist
Bitte verstehen Sie dies nicht falsch. Ein wunderbares Trainings- oder Vorbereitungsspiel auf weitere Aufgaben. Es sei denn, die Rumänen kann sich freispielen. 6:3, 1:0. Und wenn Sie das speziell verfolgen auf der Rückhandseite, wenn die Rumänen ihre Bälle nur als unterschnittene Slicebälle zurückspielt, da passiert nichts. Da ist überhaupt kein Tempo drin. 30-0. 30-0. Rechts im Bild, früherer deutscher Spitzenspieler, jetzt Freund und Manager von Stefanie Graf, Hans Engert. Raucht ein bisschen viel, gibt er selber zu. Im Übrigen einst ein begnadeter Golfer, hatte ein einständiges Handicap, ist zurückgegangen, zweistellig mittlerweile wieder. 2-0, leads 2-0. From Sendu, 15. Forty love. Spiel Dragomir. 2-1. Graf leads 2-1. Eines der besten Aufschlagspiele hier bislang von Roxander Dragomir. Da kam der erste Aufschlag mal ein bisschen härter. Insgesamt hat sie da eine Quote von 65% der ersten Aufschläge, die in das Feld gekommen sind von Stefanie Graf. Dies ist eine sehr gute Quote, aber wie gesagt, vor allem im ersten Satz hat sie ihre ersten Aufschläge fast immer nur hineingespielt. Natürlich zu harmlos, um dann die Punkte zu gewinnen. Ja, normaler Austausch der Ballkinder hier bei den doch schon sommerlichen Temperaturen. Gehört dazu, 45 Minuten sind sie im Einsatz. Dann haben sie die Möglichkeit, sich ein wenig auszuruhen. Stefanie Graf hier an der Grundlinie bei diesem Fehler. Und da kann man sich schon mal eine blutige Nase schlagen. Haben wir schon erlebt, aber das hat es eigentlich ganz gut im Griff. Diese zweimalige Drehung des Schlägers gehört so fast schon zum Repertoire beim Training bei der 27-Jährigen, deren Coach Heinz Günther im Übrigen nicht hier ist. No, 15, love 15.
Schauen Sie mal, wo die Stefanie Graf da steht. Fast schon im Feld. 15. Der Ball im Aus. Ja, also wir haben das jetzt gesehen, die Rumänin kann die Rückhand, da zeigt sie uns das auch, durchaus auch mit Vorwärtsdrei spielen, also nicht nur defensiv. Und schau an, schon sieht sie eine Idee. Da ist Stefanie Graf ein wenig gestolpert, ist an der Linie hängen geblieben, sah gar nicht so gut aus. Schauen wir mal hin. Da haben Sie es gesehen, ganz kurz vor sich da an der T-Linie. Nichts passiert, aber Breakball. Einstand, Deuce. Aus, hat da die Linienrichterin gesagt. Dem ist wohl so. Vorteil Dragomir. Schauen Sie mal hin, die Rumänin deutet das immer wieder an. Wenn sie ein bisschen offensiver spielt, sieht ihr Spiel gleich besser aus. Ist auch wirklich ein großer Unterschied bei der Rückhand, immer wieder zu erkennen, vom Unterschnittenen zum Offensiven. Ja, ist so harmlos. Wiedersehen. Jawohl. Zwei Breakbälle hat immerhin die Rumänin gehabt in diesem Spiel, die ersten überhaupt in dieser Begegnung. Aber bei beiden hat die 24-Jährige keine Möglichkeit gehabt, wirklich dieses Break zu schaffen. Zu harmlos in dieser Situation gewesen. 3:1. 15 Love. Nur 30 Love.
Kratzik 15. 30, 15. Fiercing 15, 40, 15. Oh. Spiel Dragomir. War auf der Linie hier hinten. Field 3-1. Graf leads 3-2. Ist ein bisschen versprungen. Und insgesamt erleben wir jetzt im zweiten Satz eine Begegnung, die nicht mehr so gutklassig ist wie im ersten Durchgang. Dieser zweite Satz ist bislang geprägt von vielen Fehlern. Keine wirklich langen Ballwechsel, und das ist ja die einzige Chance für Roxandra Dragomir hier vielleicht doch noch das eine oder andere Spiel zu gewinnen. Die Rumänin, die sich nach vorne gespielt hat in diesem Jahr, die hat jetzt hier schon, ich zähle mal nach, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Turniere gespielt. Dies ist das 14. Turnier für die 24-Jährige 1997, und die ganz großen Veranstaltungen haben wir noch nicht mal begonnen. Also mehr als nur eine Vielspielerin. Das hat sich zahlt gemacht für die Rumänin, die aber hier bislang sich noch nicht freispielen konnte. Vor dieser Kulisse, ich schätze mal hier 5.500 Zuschauer auf dem Center Court in Berlin am Hundekehls. Nach wie vor optimale äußere Bedingungen. Ganz leichter Wind weht hier über den Center Court, und der ist nicht unangenehm. Und Stefanie Graf hat natürlich all die Routine, um zu erkennen, dass die Rumänin auf der Rückhandseite verwundbar ist. 40-15. Spielgraf. Graf für 4-2. Graf leads 4-2. Auch wenn man sich dabei ertappt, dass man die Stefanie Graf so lobt, dann glaube ich, ist das absolut berechtigt. Man muss immer wieder bedenken, dass sie über 3 Monate nicht mehr auf einem Turnierplatz stand. Und da ist es verblüffend mit anzusehen, wie sie heute schon das Spiel bestimmen kann, das Gefühl dafür hat, auch zum richtigen Zeitpunkt nach vorne ans Netz zu gehen. Dies ist in der Tat nicht selbstverständlich. Auch dieses Hinlaufen zum Ball. Schauen Sie mal hin.
Nur 15, Love 15. No 40, love 40. From 40, 15-40. Einstein. Deuce. Photograph. Einstein. Also jedes Mal, wenn die Rumänin die Rückhand mit Vorwärtsdrall spielt, also einen leichten Topspin einsetzt, dann hat die Stefanie Graf ihre Schwierigkeiten mit. Photograph. Spielgraf. Graf für 5:2. Graf leads 5-2. War gar nicht so schlecht gedacht von Roxana Dragomir, aber dann dieser Halbflugball war gleichzeitig auch nicht so einfach zu spielen. Sichere 5:2 Führung für Stefanie Graf. Und es wird ja in diesen Tagen immer wieder so ein wenig darüber spekuliert, wie man denn nun hier diesen Center Court nennen soll. Hat da auch an den früheren Präsidenten Gottfried von Kramm gedacht, der natürlich der erfolgreichste Rot-Weiß-Spieler aller Zeiten war. Nach ihm wurde schon die Straße, die zum Club führt, benannt. Und wer anders könnte dem Stadion seinen Namen geben als Stefanie Graf? 9-mal war sie bislang hier erfolgreich, hat dieses Turnier im Alleingang groß gemacht.
Der 10. Turniersieg winkt vielleicht. Na, das wäre doch was. Zum 10. Turniersieg die Benennung des Stadions. Fräulein Vorhand, wie man sie einst gegen Mitte der 80er Jahre genannt hat, als sie bei den French Open das erste Mal erfolgreich war. Stefanie Graf serviert zum Match. Einmal links, einmal rechts und dann noch einmal durch die Mitte. Drei sehr gute Aufschläge, drei Matchbälle. Gespielt 54 Minuten. Das richtig gehört, dieses Juhu, das ist ja ein Temperamentsausbruch der 27-Jährigen. Was für ein glatter, toller Erfolg. 6:3, 6:2 siegt hier Stefanie Graf gegen Oksandr